die Pendeltechnik heute mal Wickschweißen am Rohr langsam dargestellt. Ihr seht hier mal die grundlegenden Bewegungen, die Pendelschritte, die in der sogenannten Pendeltechnik Wickschweißen, Rohrschweißen angewendet wird. Ihr entwickelt natürlich im Laufe der Zeit euren eigenen Stil. Hier in diesem Fall ist angewendet worden ein SR26, luftgekühlter Brenner, angenehmer Brenner, zuverlässig und den kann man auch ganz gut belasten. Graslinse und eine 8er Keramikdüse, 2,4 mm Schweißdraht und ca. 110 Ampere waren es gewesen. Ungefähr 12 bis 14 Liter Argon durchgeströmt. Also in dem Fall sicher pendeln, sicher die Bewegungen ausführen. Ihr könnt natürlich mit eurem eigenen Stil auch mit anderen Schweißdraht trainieren. 3 mm Schweißdraht, 2,0 mm Schweißdraht. Ihr müsst entsprechend die Amperezahlen regulieren und natürlich sicher und langsam die Ecken auspendeln, einen Moment stehen lassen, wie es hier zu erkennen ist. Vorfertigung von Baugruppen, Vorfertigung von Bauelementen, wie in diesem Fall zu sehen ist, haben natürlich den Vorteil, die Pendeltechnik Wickschweißen zu trainieren. Vorfertigungen haben immer Vorteile vom Vorrichten her und vom Schweißen. Beides liefert natürlich hohe Qualität ab im Rohrdungsbau, im Anlagenbau und wird natürlich auch entsprechend von den Firmen genutzt. In den letzten Jahren oder Jahrzehnten habe ich einige Vorfertigungen mitgemacht und konnte natürlich auch von Anfang an gut trainieren im Edelstahlbereich und auch im Schwarzrohr bzw. im Legierungsbereich 10 Chromo, 13 Chromo. Entsprechend wurde die Pendeltechnik angewendet. Die Möglichkeiten in der Vorfertigung sind natürlich groß. Du kannst im Überkopfbereich gut trainieren. Senkrecht und waagerecht ergibt sich natürlich im Laufe der Zeit von alleine. Hier an diesem Beispiel seht ihr die grundlegenden Bewegungen, die ihr nach und nach für euch umsetzen könnt und euren Stil entwickelt. Also auch in der sogenannten Trockenübung könnt ihr diese Pendeltechnik und die Schritte nach und nach trainieren. Wenn das Rohr natürlich angewärmt ist und geschweißt wird, führt sich die Pendeltechnik natürlich besser aus, dreht die Amperezahl nicht gleich sonst wie hoch, sondern erstmal sanft mit weniger Amperezahl die Schmelze kontrollieren und genau sehen, wo die Reise hingeht, Schritt für Schritt, links und rechts in die Flanken rein, einen Moment verweilen, den Schweißdraht mittig lassen und nicht eintropfen. Argon sollte grundsätzlich die Schmelze umschließen, den Schweißdraht umschließen. Wenn ihr den Schweißdraht reintippt, lauft ihr Gefahr, dass eben auch eine leichte Zunderbildung da ist und möglicherweise durch die Pendelschritte leichtes Verrutschen entsteht. Also von daher langsam und sicher trainieren, langsam und sicher üben. Argon ist natürlich kühlend. In dem Augenblick habt ihr einen wassergekühlten Brenner, ist natürlich noch mehr vom Vorteil. In dem Augenblick die Pendeltechnik am Wickschweißen bzw. Rohrschweißen umzusetzen. Hat euch das Video ein wenig gefallen? Hinterlasst ein Like. Besten Dank für eure Abos hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg und langsam und sicher beginnen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.